So, erstmal ein herzliches Servus zu einer weiteren Ausgabe der Sendung Powerplay, dem Salzburger Hockeymagazin hier bei uns auf FS1. Auch für diese Ausgabe haben wir uns die interessantesten Spieler ausgesucht und das sind die Themen: U14 Bundesliga, die Eisbullen feierten einen klaren Derby-Sieg, European Women Hockey League, die Eagles setzten sich gegen die Neuberg Highlanders durch und Kärntner Liga Division 1, die Oilers mussten sich nach Oberdheim geschlagen geben. Wir beginnen gleich mit dem Nachwuchs der Eisbullen, denn da fand ja am vergangenen Samstag in der Akademie das Derby zwischen dem EC Red Bull Salzburg Akademie-Team und der Spielgemeinschaft Zell am See Red Bull Salzburg statt. Dieses Spiel war sehr eindeutig und wie dieses Spiel ausgegangen ist, das erfahren wir im folgenden Beim Spiel des EC Red Bull Salzburg gegen die Zeller Eisbären, die übrigens mit den Salzburger Eisbullen in der Altersklasse U14 eine Spielgemeinschaft bilden, zunächst einmal den weißspielenden Gastgeber Hamburg. Im Tor der Gäste begann übrigens die Nummer 1 Elias Grantner. Jetzt wieder ein Rückpass, wir befinden uns nach wie vor im ersten Drittel. Und 1:0 durch Alexander Rebernick. Herrlich herausgespielt und keine Chance für den Gästegoalie da irgendetwas zu machen. Spielstand 1:0. Und es sollte so weitergehen. Nächster Versuch. Pass, Schuss und Tor. 2:0. Herrlich herausgespielt durch Raphael Lust. Die Nummer 6. Und es geht auch so weiter. Flott mit meinem Schuss und Tor. 5:0 durch Maximilian Magner. In diesem ersten Drittel fielen insgesamt nicht weniger als 7 Tore. Und daher habe ich für euch natürlich die schönsten ausgesucht. Dann das zweite Drittel. Sehr gute Aktion. Schuss und Tor! Wiederum war es Maximilian Magner, der zum 6:0 erhöhte. Eine super Leistung an diesem Mittag. Und es geht so weiter. Tor, Schuss, erster Treffer für die Gäste durch den Patrick Braher, die Nummer 58, das Spiel. Und wieder. Schuss und Tor. 6:2, das Spiel wurde so etwas wie spannend und Maximilian Hörl im Tor der Gastgeber war absolut ohne jegliche Abwehrchance. Doch die Salzburger gaben nicht auf. Schöne Aktion, Schuss, gut aufgepasst und Tor, 7:2 durch Luca Auer, die Nummer 16, herrlich herausgespielt und super gemacht. Das zweite Drittel brachte schon ein ziemlich klarer Zwischenstand. Dann der Schlussdrittel. Beide Mannschaften wechselten ihre Goalies. Im Tor der Salzburger stand jetzt die Nummer 31, Nick Ziegler. Und im Tor der Gäste ersetzte Florian Obermoser den trotzdem sehr gut spielenden Elias Gantner hier das 12:4 durch Korte. Er trägt übrigens die Nummer 26. Noch eine Aktion, die Salzburger bleiben am Puck und hier ist das 15:4 ebenfalls durch Connor Korte erzielt, auch ein ziemlich treffsicherer Stürmer an diesem Tag. Jetzt wieder, neuer Versuch, Schuss und Tor, auch Valentin Wolnia konnte sich in die Torschützenliste eintragen. Das war das 16:4 und die Salzburger gewannen klar und verdient mit 20:4 diese Begegnung. 20:4, so lautete also das letzten Endes sehr eindeutige Endergebnis in einer Begegnung, bei der es nur auf das Tor der Gäste aus Zell am See ging. Bei uns geht es jetzt weiter mit dem nächsten Spiel und da standen sich die Spielerinnen des DRC Salzburg Eagles
und den Neuberg Highlanders gegenüber auch eine sehr, sehr interessante Begegnung. Die besten Bilder dazu sehen wir im Folgenden. Im Spiel der European Women Hockey League standen sich die Spielerinnen des DC Salzburg Eagles jenen aus Neuberg gegenüber und die Gästinnen Salzburgen sind zunächst am Puck. Schöne Aktion, Kontermöglichkeit, Pass, aber gut aufgepasst von der Verteidigung. Dann wieder die Salzburgerinnen vom Tor, Schuss, ach Schuss, gut aufgepasst und Tor, 1:0, herrlich gemacht durch Melanie Hager, die damit die Salzburgerinnen in Führung brachte. Die Torfrau der Steirerinnen war in dieser Phase absolut chancenlos. Und es sollte so weitergehen. Die Salzburgerinnen bleiben dran. Pass sollte abziehen. Immer noch die Salzburgerinnen am Puck. Schöne Aktion. Zieht ab, drängt sich durch, Schuss. Und da! 2:0. Hilary Grobe stellt den Zwischenstand her. Und dieses 2:0 war auch der Stand nach den ersten 20 Minuten. Herrlich gemacht und der Jubel natürlich groß. Dann das zweite Drittel. Die Seiten wurden gewechselt und im Tor der Gastgeberinnen begann übrigens Sydney Aversum, die bislang eine ausgezeichnete Leistung bot. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Kontermöglichkeit. Fährt aufs Tor zu. Schuss. Oh, gut aufgepasst. Das hätte durchaus ein Tor sein können. Jetzt wieder eine gute Aktion. Hinter dem Tor der Steirerinnen. Pass. Wieder eine schöne Aktion. Die Eagles können den Puck in den eigenen Reihen behalten. Aber es bringt nichts ein. Jetzt wieder. Ein Angriff der Steirerinnen. Schuss. Gut aufgepasst von Sydney Aversum. Das hätte durchaus ein Treffer sein können. Ja, fast müssen aus Sicht der Stürmer. Schuss und Tor. Anschlusstreffer durch Hannah McGowan zum 2:1, das auch der Spielstand nach 40 Minuten war. Dann das Schlussdrittel. Wieder eine neue Aktion. Ein sehr spannendes und knappes Spiel. 2:1, der aktuelle Zwischenstand für die Salzburgerinnen. Rückpass. Immer noch die Salzburgerinnen dran. Aber es bringt vielleicht jetzt. Schuss! Herrlich gemacht! Und gute Aktion von Sydney Aversum im Tor der Eagles. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Pass. Kontermöglichkeit. Die Eagles bleiben am Puck. Gut aufgepasst von der steirischen Torfrau, die damit einen weiteren Angriff verhindern konnte. Jetzt wieder. Pass. Die Salzburg Eagles bleiben dran. Nachschuss und da! 3:1. Die Torschützin wiederum Hilary Grobe. Und auch dieses Mal war die steirische Torfrau geschlagen. Endstand 3:1 für die Eagles. In diesem Spiel, das 3:1 für die Gastgeberinnen endete, gab es sehr wenig Tore, was unter anderem auch darauf zurückzuführen war, dass beide Torfrauen ihre Aufgabe sehr gut meisterten und einige sehr scharfe Schüsse entschärfen konnten. An dieser Stelle möchte ich besonders loben die Salzburger Torfrau Sydney Aversum hervorheben, die einige schöne Paraden verzeichnete und somit sicher scheinende Gegentreffer verhindern konnte. Nach diesem Spiel fand das Kärntner Liga Division 1 Spiel statt, bei dem die Oilers auf den AHC Doblach trafen. Auch eine ziemlich knappe Begegnung, die auch sehr spannend war. Wer letzten Endes das bessere Ende für sich hatte, das erfahren wir im folgenden Beim Spiel des EC Oilers Salzburg gegen den AHC Doblach Südtirol zunächst einmal die Salzburger hinter dem eigenen Tor. Gute Aktion. Schuss und Tor. 0:1. Keine Chance für Gregor Kohlhauser, da irgendetwas zu machen. Ein alles andere als optimaler Beginn
für die Gastgeber. Dann wieder ein neuer Pass. Schöne Aktion. Die Eisbären sind am Puck. Schuss. Gut aufgepasst von Gregor Kohlhauser. Herrliche Parade. Und das war nicht so einfach, wie es aussah. Jetzt wieder. Eine gute Aktion hinter dem eigenen Tor. Die Oilers können die Scheibe übernehmen. Aber es bringt nichts ein. Der Spielstand nach den ersten 20 Minuten lautete 0:1. Aber das ist ja im Eishockey eigentlich gar nichts. Dann das zweite Drittel. Pass, na. Die Eisbären bleiben am Puck und es gibt kein Icing. Guter Pass von Gregor Kohlhauser. Jetzt schöne Kontermöglichkeit. Pass, Nachschuss, der vermeintliche Ausgleich, aber der Tor wurde nicht gegeben. Wegen vermeintlichen Torraumabseits eine klare Fehlentscheidung, wie ich finde. Dann wieder ein neuer Pass. Schöne Kontermöglichkeit. Die Nummer 25, das ist David Wechselberger. Tor! Ausgleich zum 1:1. Herrlich gemacht. Und keine Chance für den Goalie der Gäste. Klasse und super Leistung. Der Jubel natürlich entsprechend groß. Und es sollte so weitergehen. Nächster Versuch. Pass. Bei einem Spielstand von 1:1. Nachschuss. Gut aufgepasst. Und Tor 2:1 für die Gastgeber durch André Flatscher mit der Nummer 79. Dann kurz vor dem ersten Drittel eine Szene. Pass. Nachschuss. Und Tor. Ausgleich von 2:2 durch Thomas Rinner. Für jeden Goalie sicherlich eine sehr bittere Sache, so kurz vor dem Ende. Die Frage ist also, wie können die Oilers diesen trinken? Diese Frage sollte sich im Schlusstritt beantworten. Nächst einmal die Gäste am Puck fahren auf das Tor von Gregor Kohlhauser. Gut aufgepasst, das war nicht so einfach, wie es aussah. Schluss. Und im Nachschuss konnte sich Gregor Kohlhauser auszeichnen. Kein Tor, entscheidet der Schiedsrichter. Super gemacht von Gregor Salzburger Uli. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Pass und Tor. Das darf doch nicht wahr sein. 2:3 der aktuelle Zwischenstand. Und auch dieses Mal war es aus meiner Sicht ein klarer Verteidigungsfehler. Doch die Oilers stecken nicht auf. Wieder ein Angriff. Wir sehen hier die Nummer 21 von den Oilers. Wieder eine Kontermöglichkeit. Immer noch die Oilers am Puck. Schuss! Und da! 3:3, der Ausgleich erzielt. Herrlich gemacht durch den Nummer 79, André Flatscher. Der übrigens auch im Nachwuchs des EC Red Bull Salzburg spielte. Spielstand nach regulären Spielzeit 3:3. Dann die Overtime. Na, und Tor, das ist der entscheidende Treffer für die Gäste aus Südtirol, die damit diese Begegnung knapp und etwas glücklich gewinnen. Endstand nach der Overtime 4:3 für die Eisbären aus Doblach. 3:4 in der Overtime, so lautete das aus Sicht der Oilers. Unerfreuliches Endergebnis, wobei zu sagen ist, dass den Oilers ein reguläres Tor aberkannt wurde. Das Ganze wegen angeblichen Torraumabseits, aber ich glaube, das hat nur der Schiedsrichter so gesehen. Auf jeden Fall war es für mich nicht als solches erkennbar und daher hätte aus meiner Sicht das Tor sehen dürfen müssen. Naja, ich bin ja nicht Schiedsrichter und kann daher auch das nicht entscheiden. Mit diesem Ergebnis sind wir auch schon wieder fast am Ende der Sendung Powerplay angelangt.
Ich hoffe, die Sendung hat euch gefallen, bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche allseits noch eine gute Unterhaltung mit dem Programm von FS1. Vor der Kamera verabschiedet sich euer Markus Dorn.